Die Koffer Babek zum Wagen. Schnell. Ich habe den Befund des Arztes hier. Der Mann hat sich regelrecht den Hals gebrochen. Und vorläufig müssen wir uns an die Tatsachen halten. Es gibt keinerlei Grund anzunehmen, dass hier Mord vorliegt. Ein unglücklicher Sturz im Fahrstuhl. Allerdings, um eine Sache kommen wir wohl nicht herum. Dann müssen wir jetzt das Nötige veranlassen. Was verstehen Sie darunter? Zunächst einmal, die Italiener fragen, was das bedeutet. Was haben die uns eigentlich geschickt? Einen leeren Sack? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, der Tote da ist mein Vater und er wurde hier ermordet und nicht in Genua. Aber die Überführungspapiere, vollkommen in Ordnung. Ich habe ja deswegen mit den Italienern telefoniert. Vollkommen in Ordnung, behaupten Sie. Was die Italiener behaupten, weiß ich nicht. Ich weiß nur, der Tote da in dem Sarg ist nicht Hohmann. Hohmann ist vielleicht nicht einmal tot. Mein Gott. Ihr Vater ist vielleicht nicht einmal tot. Jetzt wissen Sie, mit wem diese Leute telefoniert haben. Sie wollten sich vergewissern, dass niemand zu Hause ist. Was suchen die bloß? Fotos. Italien, all Italien. Genua. Er war doch zuletzt in Genua. Ja, Sie können recht haben. Genua, alles hat mit Genua zu tun. Wenn es sich wirklich um Fotos oder vielmehr aus Genua handelt, die Ihr Vater ja dann hergeschickt haben müsste. Hat Ihr Onkel einen Schlüssel zu dieser Wohnung? Ja, während meines Urlaubs. Kommen Sie. Können Sie in seine Wohnung rein? Mhm. Nichts. Keine Fotos. Hier ist ein Bankbeleg über 20.000 Dollar. 20.000 Dollar? Wieso Dollar? Das sind 80.000 Mark. Ja, wahrscheinlich haben sie ihm viel bieten müssen. Dafür, dass er von der Polizei ausgesagt hat. Dafür, dass er aussagte, dieser Tote da in dem Sarg aus Genua ist mein Schwager Konrad Hohmann. Dafür, bei so viel Geld ist er schwach geworden. Kaufen muss man, Leute, kaufen. Leider steht nicht da, wer das Geld einbezahlt hat. Einbezahlt am 25. Da lebte mein Vater noch. Aber sein Tod, der war schon bezahlt. Hier ist eine Quittung vom 24. von einer Bar. Wahrscheinlich, als er das Geld bekam. Sherry. Vergiss mich, wenn du kannst. Ich weiß,
Es wird nicht gehen, denn in der letzten Nacht ist zu viel mit uns geschehen. Ich lieb den Glanz der Nacht, die Nacht, die wie durchwacht. Dein Arm legt sich um mich, unsere Blicke trafen sich. Vergiss mich, wenn du kannst, sieh mich nie mehr so an, denn alles, was du willst, seh ich deinen Augen an. Drum nimm mich, wie ich bin, versuch mich zu verstehen und glaub mir, es ist gut, wenn wir uns nicht wiedersehen. Vergiss mich, wenn du kannst, und glaube nicht an mich. Du warst mir niemals nah, denn ich bin für alle da. Vergiss mich, wenn du kannst, ruf mich auch nie mehr an. Doch eins, das glaube mir, ich denke bestimmt daran. Ich hätte eine Frage. Ist Ihnen zufällig ein Dr. Brenner bekannt? Wer soll das sein? Ein Gast kommt öfter hierher. Nicht, dass ich wüsste. Auch einen Mann namens Weingarten kennen Sie nicht? Nein. Ich könnte den Herrn beschreiben. Wieso? Ich erinnere mich bestimmt nicht. So genau wissen Sie das? Das ist doch eine Sache der Diskretion, oder? Worum handelt es sich denn? Um ein Geschäft. Hätte Sie daran beteiligt? Lassen Sie mal hören. Ich habe was zu verkaufen. Fotos. Ansichten aus Genua. Fotos von Genua? Richtig, Fotos. Was für eine Art Fotos sind das denn? Ich bin sicher, dass sie interessant sind. Für gewisse Leute. Jolein? Ja? Wie komme ich an Barbeck? Barbeck? Ja, an Barbeck. Sag mal, hast du irgendjemandem gesagt, dass ich... Nein, nein, nein. Du darfst den Namen noch nie gehört haben. Auf jeden Fall nicht von mir. Hab ich auch nicht. Was willst du denn von ihm? Irgendwas läuft hier, weißt du? Eine Sache mit Genua. Ich weiß auch nicht genau was, aber alle sind so nervös. Ich merke das, ich sehe das. Die Stefan Hiebler-Kaminski. Irgendwas ist mit Genua. Na und? Was heißt na und? Ich witter eine Chance, verstehst du nicht? Eben hat mir jemand Fotos von Genua angeboten. Fotos? Ja, Fotos. Fotos von Genua. Ich weiß auch nicht warum. Aber denk doch mal dran, wie schlecht es uns geht. Weil wir nicht die richtigen Geschäfte machen. Geschäfte mit Barbeck? Ja, Geschäfte mit Barbeck. Wie komme ich an ihn ran? Ich habe keine Ahnung. Ich habe ihn nie gesehen und habe nie mit ihm gesprochen. Walter? Ja? Mach keine Geschäfte mit Barbeck, hörst du? Ja? Verzeihen Sie, gnädige Frau, ich hätte eine Frage. Was soll? Ob Sie mir vielleicht sagen könnten, wo sich Herr Barbeck im Moment aufhält. Es würde mir schon genügen, wenn ich mit ihm telefonieren könnte. Ich hätte Sie nicht belästigt, wenn die Sache nicht interessant wäre. Und sie ist interessant. Ich meine, wie ich aus Andeutungen hörte, das heißt zufällig mitbekommen habe, ist sie sogar sehr wichtig. Genua. Genua? Was ist mit Genua? Sehen Sie, Sie werden auch schon aufmerksam, nur weil ich Genua sage. Fasold möchte gerne wissen, wo Barbeck ist. Ja, bitte. Ich hätte Barbeck etwas anzubieten. Genua. Man kann doch ins Geschäft kommen mit Barbeck. Was ist denn mit Genua? Ich hätte Fotos aus Genua. Ah. Ja, bitte.
Liebler, versau mir die Chance nicht. Ich kann das Geschäft machen und ich möchte es machen. Endlich mal ein großes Geschäft. Du kannst Babek sagen, dass er sich auf mich verlassen kann, verstehst du? Ich werde es Babek sagen, du wirst bestimmt von ihm hören. Könnte das schnell gehen? Ich denke ja. Also dann, ich muss wieder. Du sagst mir dann Bescheid? Ich sag dir das. Es geht doch nicht alles so, wie Babek sich das denkt. Warum denn so aufgeregt, lieber Hiebler? Babek fragt, ob er die Fotos mal sehen kann. Da habt ihr ihn aber schnell erwischt, telefonisch, oder ist er da? Kann er sie sehen? Bei aller Liebe sehen kann er erst, wenn er kauft. Du kannst mir mal einen Rat geben. Nicht umsonst natürlich, nicht umsonst. Was kann ich da verlangen? Ich habe keine Ahnung. 5.000? Er kauft sie für 5.000. Wo sind sie? Hör mal zu, Hiebler. Ich habe die Chance, mit Babek ins Geschäft zu kommen. Da muss er mir das Geld schon selber geben. Persönlich. Warum nicht? Ich sehe Babek heute Abend. Persönlich. Bitte? Da geht doch glänzend. Fürstenstraße 6. Da wohnt der Barkeeper, da soll ich hinkommen. Und da gehe ich hin. 4 Uhr, wenn ich Sie um einen Gefallen bitten darf. Ja. Gehen Sie zur nächsten Telefonzelle, holen Sie den Kommissar aus dem Bett und sagen Sie ihm, was passiert ist und wo ich hingehe. Kommen Sie, ich warte schon auf Sie. Wir müssen rauf zu mir. Pardon. Wir müssen warten. Er ruft an oder er klingelt unten. Und dann müssen wir runter. Bitte. Ich weiß auch nicht, was er sich ausgedacht hat. Wer? Na, hören Sie. Bitte. Könnten Sie mir mal die Fotos zeigen? Bedauere. Wollen Sie mich ausschalten aus dem Geschäft? Nein, nein, nein. Ja, warum sagen Sie dann bedauere? Sie können damit nichts anfangen. Ja, woher wissen Sie das? Die haben reagiert auf Genua wie, verstehen Sie? Ich möchte nämlich gern wissen, was drin ist in dem Geschäft. Auf wen warten Sie? Ja. Müssen wir jetzt runter? Nein, nein, das ist hier, hier an der Tür. Was ist, warum starrst du mich an? Warum kommst du denn jetzt her? Ich kann dich nicht gebrauchen, Caroline. Weil du das Geschäft deines Lebens machen willst, ich weiß. Ach, hör zu, Caroline. Was hast du vor, wer ist der Mann und was will er von dir? Nichts will er von mir. Warum ist er denn hier? Weil... Caroline, versau mir die Chance nicht. Er kommt her, selber her. Ich treffe ihn. Er hat gesagt, er kommt. Hast du das schon mal erlebt bei... Sag den Namen nicht. Er hat sagen lassen, er klingelt dreimal. Das ist er. Wir müssen runter. Warum kommt er nicht rauf? Hier rauf? Der Mann kommt doch hier nicht rauf. Wahrscheinlich fahren wir irgendwo hin. Ich habe aber keinen Wagen gehört. Bitte. Aber ich kann ihn doch nicht warten lassen. Kommt. Da hörst du es.
kommt nämlich ganz schwer ran an den Mann. Hallo? Hallo, Babek? Vielleicht hinten am Parkplatz. Hallo? 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 Babek? Steigen Sie ein. Los, steigen Sie ein. Los. Ganz ruhig sonst. Helfen Sie mir. Darf ich einsteigen?
Ja, bitte, gern. So. Nehmen Sie erstmal einen Drink auf den Schreck hin. Entschuldigen Sie bitte, wenn wir etwas unsanft waren, aber es musste sein. Bitte setzen Sie sich doch. Nein, danke. Wer sind Sie? Mein Name ist Mazzini, das ist Herr Nilsson. Italiener? Ja. Ach, die Herren vom Friedhof nehme ich an. Vom Friedhof? Naja, die sich nach dem Grab von Hohmann erkundigt haben. Ach, das wissen Sie? Mhm. Ja, wir haben uns nach dem Grab erkundigt. Sie kennen meinen Vater? Ja. Wir haben ihn in Rom kennengelernt, vor ungefähr 4 Wochen. Ja, ja, er wollte nach Rom. Bevor er nach Genua ging. Ja, und wo ist er? Ist er noch am Leben? Was ist mit ihm? Tut mir leid, ich kann Ihnen weder sagen, wo er ist, noch ob er lebt. Deswegen sind wir hier. Haben Sie Homer nach Genua geschickt? Ja. Aus welchem Grund? Was sollte er dort? Er ist Bildreporter. Wir gaben eine Reportage in Auftrag. Was für ein Thema? Der Hafen von Genua. Ja, sagen Sie es genauer. Was für eine Sache war das? Tut mir leid. Sie wollen es nicht sagen? Nein. Unter keinen Umständen? Es ist nicht wichtig für Sie. Mhm. Ja, ich verstehe, ich verstehe. Warten Sie, lassen Sie mich nachdenken. Sie schickten Roman nach Genua mit einem lebensgefährlichen Auftrag. Sind Sie mit dieser Formulierung einverstanden? Ja. Und Roman verschwand spurlos. Gewisse Leute in Genua waren daran interessiert, aus Gründen, die ich nicht kenne, den Eindruck zu erwecken, Roman ist tot, ertrunken im Hafen von Genua. Ordnungsgemäß nach München, überführt, identifiziert, dort begraben. Warum? Könnte sein, Sie, Mazzini, sollten daran glauben. Unter allen Umständen daran glauben, Homann ist tot. Sie glaubten nicht daran. Sie kamen hierher, Sie gingen auf den Friedhof, Ihre Ausdauer hat sich gelohnt. Sie erfuhren, hier liegt nicht Homann. Grund genug für Sie, sich sofort wieder Ihrem eigentlichen Anliegen zuzuwenden, nämlich den Fotos, die Homann vielleicht doch gemacht haben könnte. Na, habe ich recht? Ja. Ja, Sie haben recht. Es war ein lebensgefährlicher Auftrag, aber Ihr Vater hat es akzeptiert. Er bekam 10.000 Dollar Anzahlung. Den Rest sollte er bei Erledigung des Auftrages erhalten. Hier ist das Geld. Wenn ich jetzt um die Fotos bitten dürfte? Es tut mir leid. Hören Sie, wir wissen wirklich nicht, was aus Homann geworden ist, aber wir werden uns darum kümmern, das verspreche ich Ihnen. Sie können mir die Fotos ohne Sorge geben. Wir erhalten dieses Versprechen. Ich kann Ihnen keine Fotos geben, weil ich keine Fotos habe. Sie wollten sie doch verkaufen. Ich wollte wissen, wo Roman ist und wer meinen Vater umgebracht hat. Verstehen Sie nicht? Ich habe gesagt, ich habe die Fotos, aber es gibt keine, ich fand sie nicht. Die Lüge hat sich gelohnt. Etwas habe ich gefunden. Zum Beispiel Sie. Mazzini. Was haben Sie noch gefunden? Welchen Mann ich zu suchen habe. Wen? Einen gewissen Babek. Was wissen Sie von diesem Mann? Nur seinen Namen. Schon zu viel. Sie lassen sich also nicht davon abhalten, die Sache weiterzuverfolgen? Nein. Bitte, wie Sie wollen. Das ist Ihre Sache. Ich war an den Fotos interessiert, Sie haben sie nicht. Mein Interesse hat sich erledigt. Das heißt also, wir erfahren nichts weiter von Ihnen? Nein. Übrigens unter keinen Umständen. Gut. Wie Sie wollen. Kommen Sie. Dann nehmen Sie doch das Geld mit. Es steht Ihnen ja gewissermaßen zu. Behalten Sie es nur. Übrigens, falls Sie die Polizei verständigen wollen, was wollen Sie eigentlich sagen? Wir zum Beispiel reisen sofort ab. 10.000 Dollar. Ganz ohne Wirkung. Was für Leuten haben wir es hier zu tun? Du hättest ihn nicht laufen lassen sollen. Ja, vielleicht. Soll ich... Ach, umbringen, immer umbringen. Ich denke an etwas ganz anderes. Bursche ist sehr geschickt, äußerst geschickt sogar, versteht was vom Recherchieren. Vielleicht findet er Babek. Die haben recht, es hat wirklich keinen Zweck, zur Polizei zu gehen. Wir können ja nichts beweisen. Wir müssen noch mal zu Fasold. Wer ist das? Der Barkeeper. Wollen Sie zu Fasold? Ja. Na, wissen Sie denn nicht? Der ist doch tot. Was? Heute ganz früh, Verkehrsunfall, gleich vom Haus hier, überfahren, war es eigentlich von so einem Besoffenen. Aber einen Zeugen haben wir noch, diese Schlangentänzerin. Kommen Sie ruhig rein.
weiß schon, was Sie wollen. Tut mir leid. Was tut Ihnen leid? Ich weiß nichts. Ich weiß überhaupt nichts. Ziehen Sie mich da bloß nicht in irgendeine Sache hinein. Ja, aber Sie waren doch heute Nacht dabei. Ich war nirgendwo dabei. Ach, Sie sind nicht zu Fasold in die Wohnung gegangen. Sie haben nicht geklingelt, nicht über die gefährlichen Geschäfte gesprochen, die Fasold nicht machen sollte. Mit einem Mann, den Sie kennen müssen, denn Sie haben gesagt, sag den Namen nicht. Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Ich habe gearbeitet im Sherry und dann bin ich nach Hause gegangen und habe mich schlafen gelegt. Jetzt hören Sie mir mal zu. Sie sehen doch, da ist nichts zu machen. Sie will nichts sagen. Und sie weiß auch genau, warum nicht. Sie gehen nach Rom? Ja. Ein gutes Angebot? Ein sehr gutes. Kam heute, nicht? Vor einer Stunde. Ein Angebot, mit dem Sie nicht alle Tage hätten rechnen können? Nein. Na, er weiß, wie man Leute kauft, Babek. Ist doch glänzend gemacht. Fasold wurde überfahren, Verkehrsunfall, seine Freundin weiß von nichts. Naja, leben Sie wohl. Wir haben keinerlei Beweise für die ganze Geschichte nicht. Wir wissen, dass es stimmt und das reicht. Ich muss wissen, wo mein Vater ist. Na, wir müssen noch mal in Sherry. Sie wünschen? Bitte um Entschuldigung für ein paar Fragen, die ich habe. Ich sehe, Ihr Barkeeper fehlt. Ja, das stimmt, er ist nicht gekommen. Wissen Sie, was mit ihm passiert ist? Nein. Er wurde ermordet. Nehmen Sie Platz. Er wollte sich in Geschäfte einlassen mit Leuten, denen er nicht gewachsen war. Davon weiß ich nichts. Sind Sie nicht die Besitzerin des Lokals? Ja. Diese Geschäfte werden hier abgewickelt. Mit Leuten, die hier sind. Vielleicht mit Ihnen. Wer sind Sie? Mein Name ist Krupka. Was wollen Sie? Wer ist Babek? Babek? Der Name sagt Ihnen nichts. Hören Sie, ich weiß nicht, was mein Barkeeper für Geschäfte macht und es interessiert mich auch nicht. Babek. Suchen Sie diesen Mann? Ja. Tut mir leid, ich kann Ihnen nicht helfen. Ich weiß nicht, von was und von wem Sie sprechen. Entschuldigen Sie. Mein Auftritt. Vergiss mich, wenn du kannst. Ich weiß, es wird nicht gehen. Ich liebe den Glanz der Nacht, die Nacht, die wir durchwacht. Dein Arm legt sich um mich, unsere Blicke trafen sich. Was machen Sie hier? Man hat mich gebeten, hier zu warten. Zu warten? Ja. Ich hatte ein paar Fragen gestellt. Sie betreffen Ihren Barmixer Fasold, der letzte Nacht ermordet wurde, aber das wissen Sie längst, nehme ich an. Wahrscheinlich waren Sie sogar daran beteiligt. Ich bringe Sie aus der Ruhe, was? Jetzt wissen Sie nicht, was Sie tun sollen. Fragen Sie doch Babek. Letzte Nacht wussten Sie, was Sie zu tun hatten, aber jetzt wissen Sie es nicht, oder? Lassen Sie diesen Mann gehen. Sie fährt nach Genua, ich habe die Fahrkarte gesehen. Sie hat etwas mit der Sache zu tun. Mit Babek selbst. Möglicherweise führt sie uns hin zu ihm. Das ist unsere Chance. Der Netz aus Kopenhagen zur Weiterfahrt nach Genua über Brenner, Verona, Weiler. Tag, Hiebler. Tag, Körner. Entschuldige. Ich habe mich ein wenig verspätet. Das Taxi kam einfach nicht durch und da kann man sagen, schneller, schneller. Ich habe keine Zeit. Es nützt nichts. Hast du die Fahrkarte? Ja. Hier. Reisepass? Alles in Ordnung. Babek kann sich auf mich verlassen. Ich bin froh, dass ich mal wieder was für ihn tun kann, wenn wir ihm dies sagen lassen. Sind die Leute schon da? Mhm.
Das Wichtigste ist, erst nach der Grenze der italienischen. Logisch. Das ist sehr wichtig. Hab schon verstanden. Sie dürfen nicht nach Genua, auf keinen Fall. Ich kenne die Strecke sehr gut. Barbeck weiß, wie ich dort gearbeitet habe. Sehr gut gearbeitet habe. Ist eine Weile her, nicht wahr? Naja, 10 bis 15 Jahre. Aber was heißt das schon? Ich kenne eine Menge Leute auf der Strecke. Und die sind heute noch so gut wie damals. Mit einem Telefongespräch habe ich die wieder. Hast du was unternommen? Das, was kommt, habe ich gesagt. Es geht alles in Ordnung, du kannst dich darauf verlassen. Bist du auch im Zug? Ja, im letzten Wagen. Aber ich kenne dich nicht. Achte, achte. Die Beine kommen durch den Hauptwagen. Und gehen auf Gleis 14 zu. Ja, in Ordnung. Gut, danke. Gesehen? Ja, das sind sie. Hast du noch eine Frage? Bitte? Nein. Ja, ich glaube, ich gehe dann jetzt wohl. Ja. Ja, und sag Barbeck einen schönen Gruß. Ich habe mich gefreut, dass ich mal wieder gemeldet hat. Und sag ihm, dass er sich auf dich verlassen kann. Die beiden sind tatsächlich im Zug. Es ist abgemacht, dass ich mit der Sache nichts zu tun habe. Keine Sorge, sie merken davon gar nichts. Verzeihen Sie, ist hier noch ein Platz frei? Ja, natürlich. Danke. Bitte. Guten Tag. Tag. Da kommt sie. Dankeschön. Bitte Vorsicht am Gleis 14, der Schlenz nach Genua fährt ab. Wir wünschen Ihnen angenehme Reise. Herr Nawinski! Gerne Worte sehen! Ja? Alles in Ordnung. Der Zug ist raus. Grüß Gott, die Fahrkarten bitte. Danke. Entschuldigen Sie. Grüß Gott. Bitte? Moment. Hier. Danke. Gute Reise. Es kommt darauf an, dass sie uns nicht sieht. Ja. Sie muss hier vorbei, wenn sie in den Speisewagen geht, nicht? Ja, natürlich. Verzeihen Sie, haben Sie etwas dagegen, wenn ich die Vorhänge zuziehe? Aber nein. Danke. Erlauben Sie? Ja, bitte, gerne. Ja. Was passiert? Nein, nein. Aber ich habe ja Zeit. Erst nach der Grenze, habt ihr gesagt. Weswegen kommst du her? Weswegen? Wichtig ist, man sieht uns nicht in dem Abteil, nicht? Es läuft alles sehr gut, wollte ich nur sagen. Allein im Abteil mit den beiden, damit konnte ich doch gar nicht rechnen. Hast du mal Feuer? Ja.
Danke. Was sind das eigentlich für Leute? Die suchen jemanden in Genua, nicht? Wo willst du es machen? Im Brixner Tunnel, wahrscheinlich. Und wenn wir durch sind, Notbremse und ich bin raus und weg. Da wartet schon jemand. Ich muss gleich telefonieren. Hallo, Andi. Ja, ich bin's. Also hör zu. Brixen 211. Nein, nein, der fährt pünktlich. Also wir haben jetzt 12.15 Uhr. Entschuldige, ich muss Schluss machen. Ich dachte schon, Sie schaffen es nicht mehr. Doch, doch, danke. Ich sah Sie zum Bahnhof hinübergehen. Ich habe telefoniert. Verzeihen Sie bitte, ich habe Sie vorhin im Zug gesehen. Fahren Sie auch nach Genua? Ja. Würden Sie mir die Freude machen, mir Gesellschaft zu leisten? Oh ja, natürlich, sehr gerne. Darf ich Sie fragen, warum Sie uns gebeten haben, Ihnen Gesellschaft zu leisten? Aus keinem besonderen Grund. Ich sah Sie vorhin im Zug und dachte, warum hätte ich Sie nicht fragen sollen? Ich habe Ihnen gestern einige Fragen gestellt. Die ich leider nicht beantworten konnte. Darf ich Sie jetzt etwas fragen? Bitte? Was tun Sie in Genua? Ich suche meinen Vater. Er war in Genua und ist dort verschwunden. In Zusammenhang mit Geschäften, die ein gewisser Babek betreibt? Ja, Sie erwähnten den Namen gestern schon. Der Ihnen unbekannt war? Ja. Und den Namen Humann, haben Sie auch nie gehört? Nein. Tut mir leid, dass ich Ihnen nicht helfen kann. Was machen Sie in Genua? Ich? Ja. Ich habe Freunde in Genua. Ich bin gerne dort. Mir bekommt das Klima. Ich liebe die Küste. Gehe nach. Wir treffen uns am Ausgang.
Attends. Mais qu'est-ce qui vous prend de me bousculer comme ça? Vous êtes fou ou ivre mort? Warum haben Sie sich eingemischt? Ich war plötzlich nicht einverstanden mit der Art und Weise, in der hier ein Problem gelöst werden soll. Ich habe Ihnen doch schon in München gesagt, Sie haben nichts damit zu tun. Auf irgendeine Weise eben doch. Ich habe nur getan, was Babek wollte. Was mache ich jetzt? Das ist Ihre Sache. Avanti. Was machen wir jetzt bloß? Wenn sie uns abhängen wollte, dann ist ihr das gelungen. Signora prenda questo biglietto per lei. Hey, warte doch! Irgendjemand rät uns, das Hotel Bellevue zu nehmen. Unbedingt. Unbedingt unterstrichen. Hotel Bellevue. Zimmer 12 und 14. Hatten Sie eine gute Reise? Verzeihen Sie, unsere Zimmer, die waren reserviert. Ja, hatten Sie nicht von München aus bestellt? Bestellt? Ja, es kam ein Telegramm. Zimmer für Herrn Krupka und Fräulein Hohmann. Wir haben sehr gerne reserviert. Sind Sie verwandt mit Herrn Hohmann, dem Fotoreporter? Ich bin seine Tochter. Er hat hier gewohnt. Ja, darf ich Ihnen mein Beileid ausdrücken? Es hat uns ja allen so leid getan. Ernesto, il bagaglio. 12, 14. Sagen Sie, Sie wissen, was passiert ist? Ertrunken. Der arme Signore Hohmann. Die Polizei hat das Gepäck geholt. Bitte kommen Sie. Bitte hier. Das zweite Zimmer ist, wenn wir hier durchgehen wollen. Ihre Sache, ob Sie Tiere absperren wollen oder nicht. Wir sind ganz auf Touristen eingestellt. Sagen Sie, hat mein Vater Ihnen gesagt, was ich in Genua zu tun hatte? Nein, er war viel unterwegs, die ganze Küste entlang. Ich weiß das, weil er einen Wagen gemietet hat und oft tagelang nicht zurückgekommen ist. Emilio hat ja zu mir gesagt, machen Sie sich keine Sorgen, wenn ich mal ein paar Tage verschwinde. Das hat seinen Grund. Ja, ich habe mir keine Gedanken gemacht, als er nicht nach Hause kam. Alles zur Zufriedenheit? Ja, danke schön. Bitte, welches Zimmer hatte mein Vater? Diese, Nummer 12. Ja, dann wünsche ich einen angenehmen Aufenthalt. Dankeschön. Was bedeutet das? Irgendjemand will, dass wir hier wohnen. Aber wer? Dasselbe Hotel, dasselbe Zimmer. Aber wozu? Sieh mal an, der Hafen von Genua. Sie sehen, man kümmert sich um uns. Oh ja. Man verliert uns nicht aus den Augen, was wir auch tun. Was sagte der Portier? Ihr Vater hat einen Mietwagen genommen. Ja. Patrizia! Senti, dia loro che cosa ha detto la polizia. Anche ella voleva sapere tutto. Die Polizei, Signore, hat sich auch schon danach erkundigt. Wir wissen nicht, wohin Signore Hohmann gefahren ist. Piero, vieni! Wie lange hatte er den Wagen? Cos'è che vuol sapere? Da quanto tempo aveva la macchina? Ma sempre le stesse domande. Proprio le stesse. Ungefähr eine Woche und er fuhr 2190 Kilometer. Hat er den Wagen selber zurückgegeben? Nein, Signore, wir fanden den Wagen am Hafen. Ma perché me lo stanno chiedendo? E poi chi sono sti signori? Der Patron möchte gerne wissen, wer sie sind. Ich bin die Tochter von Herrn Hohmann. La signora dice che il signor Hohmann è suo padre. Bene, così ha trovato finalmente qualcuno che mi paga la fattura, no? Però non possiamo mica. Ma come non possiamo? Su, su, diglielo dagli affatture che pagano. Die Rechnung ist noch offen, Signore. Ja, ja, wir bezahlen die Rechnung. Und wir möchten gerne den Wagen mieten, den Herr Hohmann hatte. Geht das? Natürlich. Und Sie zeigen uns die Stelle, wo man den Wagen gefunden hat, ja? Ja, sehr gerne. Fand man den Wagen? Ja, es sagt überhaupt nichts. Aber er ist 2000 Kilometer gefahren. Und das sicher nicht nur im Hafenviertel. Einmal habe ich den Wagen gesehen. Vor dem Büro der Lufthansa. Lufthansa. Hohmann aus München? Ja, an den Namen erinnere ich mich. Allerdings wurde der Herr mal von meiner Kollegin bedient, Frau Jung, die jetzt nicht da ist. Können Sie mir vielleicht sagen, ob er bei Ihnen gebucht hat? Und wann er geflogen ist und wohin? Nein, das weiß alles Fräulein Jung. Er hat sich immer nur an Fräulein Jung gewandt. Aber die wird sich erinnern. Ja, natürlich. Entschuldigung, da kommt sie gerade. Buongiorno, Informazione Lufthansa.
Dove vuole andare, signore? Francoforte, Milano. Ah, va bene, signore. Il suo posto è confermato, sì. Arrivederci. Ist das Fräulein Jung? Ja, die Herrschaften fragen nach Herrn Hohmann. Hohmann? Sie kennen ihn nicht? Nein. Aber Ihre Kollegin sagt, er habe sich immer nur an Sie gewandt. Nein, ich weiß nicht, von wem Sie sprechen. Aber Marita... Wieso? Ich kann mich doch nicht an jeden Kunden erinnern. Tja, Sie kennen sogar seinen Wagen, wie ich gesehen habe. Wie war der Name, bitte? Hohmann. Ach, Sie meinen den Mann, mit dem irgendetwas passiert ist, glaube ich, der ertrunken ist. Ja, der. Das ist mein Vater. Ihr Vater? Herr Hohmann ist allerdings nicht ertrunken. Denn der tote Herr Hohmann, den man nach München überführte, war nicht Herr Hohmann. Entschuldigen Sie bitte, aber ich verstehe nicht. Ich hatte mal einen Fluggast, der sich bei mir nach Verbindung nach Rom und München erkundigte. Ich las dann später in der Zeitung, dass er ertrunken sei. Er ist nicht ertrunken? Nein. Aber er hat sich hier nie wieder gemeldet. Er wollte nach Rom, doch der Flug wurde annulliert. Von wem? Ich weiß nicht. Irgendjemand rief an und sagte, Herr Hohmann sei leider verhindert. Mehr wissen Sie nicht. Nein. Hören Sie, ich suche meinen Vater und ich möchte wissen, ob er noch lebt. Das verstehe ich, aber... Jeder Einzelheit wäre wichtig. Was er gesagt hat, worüber er gesprochen hat, was er machen wollte in Rom. Ich weiß nichts. Ich weiß leider nichts. Naja. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Sie weiß was. Sie weiß bestimmt was. Was macht sie jetzt? Sieht sie uns nach? Ja. Sie muss ja irgendwo wohnen. Es wird ja nicht so schwer sein, ihre Adresse herauszubekommen. Ah, Patricia! Das hätte ich ja fast vergessen. Haben Sie noch einen Moment Zeit? Sí. Na, was ist? Nein, Signorita Jung wohnt nicht hier. Sie hat hier gewohnt, aber sie ist vor 5 Wochen ausgezogen. Weiß man wohin? Ich habe die Adresse. Via dei Colli. Das sind Veränderungen, was? Oh ja. Erst eine Mietswohnung, jetzt eine Villa. Ganz schön für eine Stewardess. Na, wem gehört das Haus? Einem Herrn Babek. Babek? Jetzt möchte ich aber wissen, wer das ist. Hallo, wo bleiben Sie denn? Sie stehen draußen auf der Terrasse. Beide. Vielleicht werden Sie versuchen, hereinzukommen. Es wäre eine sehr gute Möglichkeit. Nein. Steht unten an der Einfahrt. Aber ich weiß nicht, wer das ist. Ja. Ja gut, ich habe verstanden. Gut. Nichts. Niemand hier. Das ist ein Bild. Wie kommt es hierher? Ist doch hier in Genua gemacht. Was bedeutet das? Das sind seine Pfeifen, das ist ein Vieh. Seine Schrift.
Er lebt. Und er lebt hier. Erwachte sie um 16 Uhr auf der Kalasetta. Babek. Kalasetta? Was ist das? Das ist ein Schiff, nehme ich an. Und wo es liegt, werden wir feststellen. Kommen Sie. Signore, dove ancora la Kalasetta? Più avanti, signore, più avanti! Grazie! 5 minuti da qua! Alles in Ordnung, Sie müssen jeden Augenblick am Schiff sein. Die Sache durfte nicht passieren. Aber Babek sagte doch... Ich weiß, was er sagte. Es durfte nicht passieren, dass diese Leute überhaupt nach Genua kommen. Ja, aber dass sie das Haus finden. Was noch? Die Sache muss jetzt zu einem Ende gebracht werden. Du nimmst das Boot und fährst los. Wir dürfen jetzt keine Rücksicht mehr nehmen. Jawohl. Hast du Ärger? Du hast ja gehört, etwas. Wird Babek langsam nervös? Du meinst, wer der Grund dazu? Ich hoffe nicht. Da ist doch kein Mensch. Aber hier muss jemand sein. Das ist doch die Kalasetta. Kommen Sie. Geben Sie Acht. Gegangen.